Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute hier miteinander ins Gespräch kommen können. Wir sind 6 Wochen vor dem Bundesparteitag. Auf diesem Parteitag wird es viele Wahlgänge geben, es wird Antragsdebatten geben und einige bereiten auch schon den Tanzabend am Samstag vor. Da hat jeder so seine eigenen Prioritäten. Nun darf man sich nichts vormachen. Im Vorfeld so eines Parteitages gibt es auch viel Aufregung, viele Medienberichte und so weiter. Und die Frage ist, worum geht es bei diesem Parteitag? Muss man sich dort entscheiden für irgendeine Seite, wo sich Leute streiten und so weiter? Ich finde, um all das geht es nicht. Worum es aber geht, ist, dass wir auf dem Parteitag schon uns auch mit einer Entscheidung auseinandersetzen. Und zwar mit der Frage, wo positioniert sich die Linke in den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Und diese Zeiten sind für mich geprägt zum einen durch eine wachsende Kriegsgefahr und hierzulande in Europa durch eine Rechtsverschiebung. Und diese Rechtsverschiebung hat ganz viele Facetten. Das ist nicht nur der Wahlerfolg der AfD, sondern dazu gehören ganz viele andere Sachen. Und meine Überzeugung ist, und die von Bernd, und die haben wir in diesen Parteivorstandsantrag eingeschrieben, die lautet: Um der besonderen Verantwortung der Linken gerecht zu werden in diesen Zeiten, müssen wir uns aufstellen als Partei in Bewegung, die eine verbindende Praxis hat, die Zukunftsdebatten anstößt, und wir müssen den Kampf um andere gesellschaftliche Mehrheiten aufnehmen. Wir dürfen nicht vor dem Zeitgeist kapitulieren. Zu meiner Praxis gehört, dass ich regelmäßig Kaffee ausschenke, frühmorgens vom Jobcenter, dass ich mit meinem roten Wohnzimmer reingehe in die Wohnviertel, also auch in die Plattenbaugebiete, und dazu sehr ungefiltert den Unmut und den Frust, den es gibt, immer mitbekomme. Und ich habe deswegen wirklich den Eindruck gewonnen, es ist etwas ins Rutschen gekommen in unserer Gesellschaft. Nämlich, es wird nach und nach nach rechts verschoben, was als sagbar gilt. Das Autoritäre hat wieder Aufwind. Und wir dürfen uns da nichts vormachen. Die Rechtspopulisten und die gut organisierte extreme Rechte haben da eine Kooperation, eine Zusammenarbeit, eine Taktik, die zusammenwirkt. Und die Entscheidung, vor der wir stehen, ist: Machen wir Zugeständnisse an diesen Zeitgeist? Die Bundesregierung hat sich entschieden, sie hat klare Zugeständnisse gemacht. Das, was im Koalitionsvertrag zur Migrationspolitik steht, ist ein Kniefall vor der AfD. Umso erfreulicher ist es, dass wir da immer dagegen gehalten haben. Und umso erfreulicher ist auch, dass die Berliner Landesregierung da dagegen hält und zum Beispiel im Bundesrat einen Antrag eingebracht hat: Bleiberecht für Opfer sexistischer und rassistischer Gewalttaten. Das ist ein wichtiges Signal. Wir machen nicht mit bei diesem Rechtsruck. Und ich finde, wir müssen studieren, wie sich die Rechten da aufstellen. Die erzählen das ja auch ganz transparent im Internet, zum Beispiel Götz Kubitschek. Und man muss sich nur angucken, wie sie die Buchmesse genutzt haben, um ihre Themen zu setzen. Und zu ihrem Themensetzen gehört immer, dass sie mit einem Opfergestus auftreten. Das muss man sich mal vorstellen. Uwe Tellkamp, der Schriftsteller, hat eine Stunde lang das Mikro in der Hand, verbreitet schöne Hetze über Gruppen, und wenn ihn danach jemand widerspricht, jammert er und sagt, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Also mein Verständnis von Meinungsfreiheit beinhaltet das Recht zu widersprechen, wenn Hetze verbreitet wird. Und diesen Opfergestus, den kennen wir ja auch schon von Thilo Sarrazin. Ich glaube im Übrigen, dass er wirklich vorbereitet hat, das, was mit Wahlerfolgen bei der AfD dann ins Rutschen gekommen ist. Ja? Also gezielte Hetze verbreitet, Gift gestreut, um sich dann darzustellen, man sei das Opfer. Nein, sozusagen, Meinungsfreiheit heißt das Recht zum Widerspruch, und ich füge hinzu, für Linke bedeutet es die Pflicht zum Widerspruch, wenn Hetze betrieben wird. Nun, liebe Genossinnen, liebe Freunde, wir haben unter uns eine Kontroverse, wie wir diesen Rechtsruck bekämpfen wollen. Und diese Kontroverse wird oft dargestellt als einen persönlichen Zwist. Ich möchte dem wirklich widersprechen, weil es geht um eine Kontroverse in der Sache. Die müssen wir führen. Vielleicht haben wir da auch einen Erkenntnisgewinn, wenn wir es gemeinsam führen. Aber es geht eben nicht darum, wer kann mit wem und so weiter. Ich finde, in einer Partei hat man viele gute Freunde, aber man muss auch professionell miteinander zusammenarbeiten können, wenn man es nicht in tiefer Liebe immer zueinander entbrannt ist. Das ist nicht der Punkt. Es geht, aber ich habe auch nichts gegen Liebesaffären innerhalb einer Partei. Kann auch schön sein, aber es ist jetzt keine notwendige Voraussetzung für Kooperation. Es geht um ein paar Kontroversen, und ich will die aus meiner Sicht darstellen. Erstens, es geht um die Frage Charakter der Partei. Wie gehen wir mit Differenzen um?
Denn da gibt es zwei Methoden. Das eine ist, einer entscheidet alles und die anderen müssen dann halt hinterherkommen und dürfen vielleicht davor Petitionen einreichen und Ratschläge unterreichen. Oder aber wir sagen, wir diskutieren untereinander kontrovers, versuchen gemeinsame Kompromisse herauszufiltern und dort, wo ein Kompromiss nicht möglich ist, wird es am Ende in einem demokratischen Prozess eine Entscheidung geben. Ich bin ausdrücklich für den letzteren Weg, den einer demokratischen Mitgliederpartei. Und das heißt, dass sich alle auch an Spielregeln halten müssen. Dass man Kontroversen transparent macht, aber wenn einmal eine Entscheidung gefallen ist, und für mich ist das Wahlprogramm eine solche Entscheidung, dann sehe ich es als meine Aufgabe als Vorsitzende, das, worauf wir uns darin verständigt haben, auch nach außen zu vertreten. Ich tue das, ja, weil ich auch überzeugt bin von den Inhalten unseres Wahlprogramms. Ich tue es aber auch aus Respekt gegenüber allen Mitgliedern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an diesem Wahlprogramm mitgewirkt haben. Und ich finde, ihr verdient diesen Respekt. Nun wird viel in diesem Zusammenhang über die Idee einer Sammlungsbewegung diskutiert. Das müssen wir uns genauer anschauen. Also ich habe ja immer gedacht, die Gründungsidee unserer Partei Die Linke war ja, dass wir schon die Sammlungsbewegung sind. Dass wir Leute einladen, bei uns mitzumachen. So. Nun habe ich oft den Eindruck gehabt, dass die Idee der Sammlungsbewegung aber in Interviews damit begründet wurde, dass gesagt wurde, was Die Linke alles nicht kann. Ja, ich will ja auch, dass Die Linke größer wird und noch einflussreicher und so weiter. Aber ich würde sagen, dieser Weg dahin, dass Die Linke größer wird, dass wir gemeinsam mehr werden, der beginnt doch nicht damit, dass wir öffentlich sagen, was Die Linke alles nicht kann, sondern dass wir erstmal sagen, wie gut Die Linke ist und dass sie noch besser werden muss. Und jetzt heißt es ja, es geht bei der Sammlungsbewegung vor allen Dingen um die Idee der offenen Listen. Wenn das die Idee dahinter ist, dann können wir ja einfach mal miteinander reden. Dann spricht es ja umso mehr dafür, dass man diese Idee mit den Gremien der Partei diskutiert. Ja? Also wenn es darum geht, für die Europawahl eine soziale Koryphäe zu gewinnen oder jemanden von Sea-Watch, die gerade Geflüchtete aus dem Meer retten, ja, und dafür kriminalisiert werden, die bei uns einzuladen, mitzumachen, ja, dann würde ich mich ja dafür begeistern lassen. Ich weiß aber auch, da muss man den Bundesausschuss und die Vertreterinnen und Vertreter von dieser Idee begeistern. Wenn es um offene Listen bei den nächsten Bundestagswahlen geht, da muss man mit den Landesverbänden reden. In Brandenburg hat man das gemacht mit Anke Domscheit-Berg, jemand, der digitale Kompetenz uns schmückt und zugutekommt. Aber natürlich, wenn man sagt, wir machen jetzt offene Listen für die nächste Bundestagswahl, kann man darüber reden, muss man aber mit den Landesverbänden reden, wer soll kommen und wer soll dafür Platz machen. Also kurz und gut, ich finde, wir sollten darüber diskutieren, wie wir größer werden und wirkungsmächtiger, aber es sollte damit beginnen, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam mehr werden und wir knüpfen an dem an, was wir alle gemeinsam mit dieser Partei erkämpft haben und das kann sich sehen lassen, was wir gemeinsam geschaffen haben in den letzten Jahren. Dann diskutieren wir über die Flüchtlingsfrage. Ich will noch mal daran erinnern, dass unsere Flüchtlingsposition von Anfang an aus einem Dreiklang bestand. Und er hieß erstens Fluchtursachen bekämpfen, zweitens Solidarität mit Geflüchteten und das Eintreten für das Recht auf Bewegungsfreiheit und auch die Rechte von Geflüchteten stark zu machen. Und das heißt drittens eine soziale Offensive für alle. Das haben wir schon 2015 auf dem Parteitag beschlossen zu sagen, wir wissen, wenn mehr Geflüchtete kommen, stellt sich da Herausforderungen, dem müssen wir uns stellen, indem wir mehr Lehrkräfte, mehr aktive Arbeitsmarktpolitik, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. In diesem Dreiklang steht unsere Flüchtlingssolidarität und unsere Flüchtlingspolitik. Und jetzt wird das Ganze natürlich auch oft wahltaktisch diskutiert, weil wir ja alle merken an Infoständen, wenn du solch eine Position vertrittst, bekommst du nicht nur Zuspruch und Schulterklopfen. Ich weiß das sehr direkt, wenn ich in Dresden in Plattenbaugebieten unterwegs bin. Aber ich frage, würden wir wirklich die AfD kleiner halten, wenn wir anfangen, da Zugeständnisse zu machen? Das muss man einmal taktisch durchspielen. Ich lade euch deswegen zu einem Gedankenexperiment ein. Stellt euch vor, wir die Linke hätten in Umfragen, wären wir voll im Aufwind. Überall in jeder Talkshow würde nicht über Geflüchtete gehetzt, sondern über große Konzerne. Überall würde darüber diskutiert, wie schlimm der Kapitalismus ist. Bei der Buchmesse wären die linken Verlage diejenigen, die Debatte bestimmen, nämlich wie schlimm die kapitalistische Ausbeutung ist. In der Situation ahnt man, dass zumindest die CSU in Bayern anfangen würde, nervös zu werden. Und sich fragen würde, wie kriegen wir jetzt die Linken klein? Und wenn sich dann Horst Seehofer
hinstellen würde und sagen würde, ja, also wir müssen vielleicht schon mal drüber reden, ob nicht am Sozialismus was dran ist und die kapitalistische Ausbeutung nicht so toll ist und es damit Probleme gibt. Glaubt ihr, dass uns das schwächen würde? Oder würde das nicht eher uns noch stärken? Warum habe ich jetzt dieses Gedankenexperiment vorgetragen? Einfach um zu überlegen, ob die Frage, wie kriegen wir die AfD und die Rechten kleiner und schwächer, ist ja eine real wichtige, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Ich glaube aber eher, das schaffen wir, indem wir klare Haltung zeigen. Katina hat über die verschiedenen Milieus gesprochen. Und nach den Wahlen ist ja bei uns eine Debatte losgetreten worden, wo manchmal ein bisschen mitschwang, es gibt die eigentlichen Wählermilieus und die uneigentlichen und ob man sich jetzt soziokulturell anders aufstellen muss und das mündete dann so in Bonmotsmi, mehr Bratwurst statt Bio, mehr Bier statt Weißweinschorle trinken und die Feministen sollen es mal nicht übertreiben, weil der Feminismus würde die Arbeiter abschrecken und die Ökos sollen sich auch ein bisschen zurückhalten. Also ich spitze es jetzt zu, um es kenntlich zu machen. Wenn es nur so einfach wäre. Wir trinken alle mehr Bier und holen damit die verlorenen AfD-Wähler zu. Also wenn das so wäre, Leute, dann können wir es uns, dann würde ich sagen, holt die Flaschenöffner raus, lasst uns zum Späti gehen mit dem Bierkasten. Ich meine, wenn es dem Antifaschismus hilft, ich habe auch sexistische Witze auf Lager, ja. Das ist wirklich nicht das Problem. Mein Eindruck ist nur, so einfach ist es nicht. So. Und soziokulturelle Geschmäcklereien helfen uns doch im Klassenkampf nicht weiter. Wir sind doch eher damit konfrontiert, dass die Herrschaft im Neoliberalismus so funktioniert, dass einzelne Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Die Neoliberalen spielen Arme in Arbeit aus gegen Arme ohne Arbeit. Als ob der Geringverdiente nur 1 Euro mehr hätte, wenn der Hartz-IV-Satz niedrig ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die ganz Rechten sagen, wir müssen nur alle Ausländer abschieben, dann herrscht wieder Wohlstand für alle. Ja, als ob die arme Rentnerin nur 1 Euro mehr in der Tasche hätte, wenn irgendwie ein Geflüchteter in ein Kriegsgebiet abgeschoben wird. Tatsache ist doch, dass es niedrige Renten, niedrige Löhne und explodierende Mieten schon gab, bevor die Geflüchteten gekommen sind. Und deswegen ist unser Ansatz ein anderer. Währenddessen die rechten und die neoliberalen Gruppen immer wieder gegeneinander ausspielen, setzen wir auf die gemeinsamen ökonomischen Interessen und sagen, wir setzen nicht auf Geschmäcklereien, sondern wir setzen auf das, was uns zusammenhält. Und das ist auch der Hintergrund unserer Kampagne gegen den Pflegenotstand und für bezahlbares Wohnen. Weil vom Pflegenotstand ist wahrscheinlich jeder irgendwann mal betroffen. Also mit Ausnahme derjenigen, die sich die teure Privatklinik in der Schweiz leisten können. Ich glaube, diese Zahl hält sich in Grenzen. Ja. Oder beim Thema Wohnen. Ich finde, am Thema Wohnen kann man sehr schön die Eigentumsfrage beispielhaft behandeln. Auch die Frage von Enteignung. Also oft ist ja so, wenn ein Linker sagt Enteignung, dann zucken die Leute zusammen und denken, okay, morgen stehen die Roten vor der Tür und nehmen mir meine Wohnung weg. Fakt ist ja, es läuft gerade eine Enteignung, aber nicht durch von links, sondern es läuft eine Enteignung über explodierende Mieten. Wenn die Löhne stagnieren, die Renten stagnieren, aber die Mieten explodieren, dann findet eine faktische Enteignung auch der Menschen mit mittleren Einkommen statt. Und deswegen stellen wir die Eigentumsfrage. Deswegen wollen wir öffentliches und genossenschaftliches Wohneigentum stärken. Und deswegen sagen wir, Spekulationen mit Wohnraum sind verboten, denn Wohnen ist ein Menschenrecht, Spekulation mit Wohnen ist kein Menschenrecht. Ich will auf ein inhaltliches Thema noch eingehen, was viele von uns umtreibt, und zwar die Angst, dass die Kriege, die es jetzt schon gibt, eskalieren. Schauen wir uns Syrien an. Da herrscht seit 7 Jahren Krieg. Wir haben 1 Million Tote dort mindestens. Wir wissen, dass die Regionalmächte, die Großmächte dort einen Stellvertreterkrieg führen. Und jetzt gibt es natürlich die große Sorge, dass die direkte Konfrontation zwischen Atommächten dort beginnt. Und das Erschreckende war ja, wie die deutsche Bundesregierung reagiert hat. Also meine, wir haben keinen Einfluss auf Trump, aber diese Bundesregierung kann entscheiden, wie sie sich in solch einer Situation verhält. Und ich erwarte von einer Bundesregierung, die um die Gefahr Kriege weiß, dass sie deutlich macht, an diesem Wahnsinn beteiligen wir uns niemals und dass sie das ganz klar auch nach außen vertritt. Und es war eine Schande, wie die deutsche Bundesregierung in dieser Frage aufgetreten ist.
Mir ist übrigens mit Blick auf Syrien bewusst, dass das, was wir fordern, also eine Aufklärung, eine UN-basierte Aufklärung der mutmaßlichen Giftgaseinsätze, dass ein Friedensplan für Syrien entwickelt wird im Rahmen der UN-Vollversammlung. Mir ist bewusst, dass das total schwer ist, weil es dort eine gegenseitige Blockade gibt. Und immer wieder fragen Journalisten, ja, aber ist denn das realistisch und so weiter. Aber nur, weil das Richtige so schwer ist, kann ich doch nicht voll Energie auf das falsche Mittel setzen. Und das denkbar falscheste Mittel sind Bomben. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Nicht nur wir diskutieren hier auf der Regionalversammlung, sondern es findet auch ein Treffen statt, und zwar in Baden-Württemberg. Der Gesundheitsminister Jens Spahn trifft die Frau, die die Petition ins Leben gerufen hat, wo sie Jens Spahn auffordert, mal einen Monat lang von Hartz IV zu leben. Wir haben schon gesagt, also damit dieses Experiment passt, müsste man auch sicherstellen, dass just in diesem Monat dann die Waschmaschine kaputt geht und so weiter. Ja. Aber ich will jetzt nicht zu kriminellen Taten aufrufen. Jens Spahn wird sich darauf auch nicht einlassen. Das Interessante ist aber, Jens Spahn hat ja dann irgendwann entschieden, er besucht die Frau, die diese großartige Massenpetition gestartet hat. Er glaubt wahrscheinlich, er kriegt dann ein tolles PR-Foto und Kaffee und Kuchen. Die Frau ist aber clever genug und hat schon mal eine Hartz-IV-Demonstration organisiert. Ich finde das super und die Linke ist auch dabei. Und diese lebendigen Gegenreaktionen zeigen eins, wir geben uns damit niemals zufrieden. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe es am Anfang gesagt, wir müssen uns als Partei in Bewegung aufstellen. Ich will nochmal sagen, was das für uns heißt. Das heißt zum einen, dass wir in einer tiefen Verbindung stehen mit denjenigen, die in sozialen Initiativen, in der Friedensbewegung, Umweltbewegung sind, die die neue feministische Bewegung stark machen. Ich war begeistert vor 2 Wochen auf der Demonstration, dass hier eine neue Mieterinnenbewegung sichtbar geworden ist. Es war toll, dass auch Linke in Regierungsverantwortung dort vor Ort dabei waren. Und es gab ja mal eine Zeit in unserer Partei, da wurde das immer als so ein Gegensatz behandelt. Also die einen sind für Regierung, die anderen sind für Bewegungsorientierung. Ich bin froh, dass wir da ein Stück weitergekommen sind. Weil ich finde übrigens, egal ob wir in einem Parlament in Regierungsverantwortung sind oder in Opposition, klar ist, wir können nur so viel bewirken, wie die Gesellschaft mobilisiert und aktiv ist. Und deswegen verstehen wir uns immer als jemand, der zusammenarbeitet mit den sozialen Bewegungen, weil wir etwas in diesem Land in Bewegung setzen wollen. Partei in Bewegung heißt auch, dass wir uns als ein lernender Organismus verstehen. Also ich meine, wir haben so viele Neumitglieder gewonnen. Da sagen wir doch nicht, schön, dass ihr da seid, ihr dürft die Flyer verteilen, die wir schon immer gedruckt haben, sondern natürlich wollen wir gemeinsam mit allen, mit denjenigen, die schon lange dabei sind und denen, die neu dabei sind, diese Partei weiterentwickeln. Und insofern sollte das Argument, das haben wir noch nie gemacht, das sollte bei uns jetzt nicht mehr irgendwie überzeugen und besonders wirkungsmächtig sein. Ja. Parteien, Bewegung, das meint aber auch, dass wir klar ausstrahlen, wir wollen in diesem Land etwas in Bewegung setzen. Ja? Und das heißt, wir kämpfen um jede kleine Verbesserung. So, wir sagen aber auch, es geht uns um grundlegende, um wirkliche Veränderungen. Ich meine, dieses Jahr ist ein echt jubiläumsreiches Jahr. 200 Jahre, Geburtstag von Karl Marx, 50 Jahre, 1968. Also das sind ja Traditionslinien, an denen wir anknüpfen. Und da ging es immer um was ganz Grundlegendes, um Revolution im Kulturellen, im Ökonomischen und so weiter. Und daran knüpfen wir an. Und diese grundlegenden Veränderungen, die wollen wir auch denkbar machen und an denen wollen wir ran. Dafür, finde ich, sind wir als Linke gut aufgestellt. Die Partei wächst, sie wird jünger. Wir sind kampagnenfähiger geworden. Also ich erinnere mich noch, da waren Katina und ich zusammen im Parteivorstand, da haben wir auch immer mal versucht, eine Kampagne zu beschließen. Da wurden sehr, sehr viele Kampagnen beschlossen. Ich glaube, es war eher so, man musste ja die... Ja, es gab auch Themen, wo man, also man musste ja zählen, zu welchen Themen es keine Kampagne gab. Wir waren da sehr vollständig und die Kampagnen führten immer dazu, dass ein Flyer gedruckt wurde. Der wurde meistens noch in die Kreisverbände geliefert. Das war es dann. Ja, wenn heute eine Kampagne gestartet wird, ist das schon anders. Also allein um den Frauentag sind 500 Aktionen gestartet worden, so als Warming-up für die Pflegekampagne. Das heißt, wir sind da wirklich besser aufgestellt. Unser Image hat sich verschoben, ja. Heute gilt, wer jung ist und die Welt verändern will, der hat seine erste Adresse in der Linken. Das ist gut und ich bin stolz darauf. So, nun schauen wir als Linke ja manchmal so in die Ferne. Und ich bin auch immer dafür, dass wir von Leuten wie Corbyn, wie Sanders lernen. Und wir sind ja auch in einem regen Austausch mit denen. So. Aber ich will doch mal sagen, manchmal lohnt es ja auch, sich anzuhören, wie andere über uns denken. Also ich war
im Wahlkampf in Rom und wurde dort von Il Manifesto, einer der wirklich großen, traditionsreichen Zeitschriften, kam mit ihr ins Gespräch und die sagte so, ihr seid so gut aufgestellt, ihr habt so viele Mitglieder, ihr seid in den Umfragen im zweistelligen Bereich, ihr regiert in wichtigen Städten mit und so. Man merkte, für die waren wir der Bezugspunkt. Also ich finde, manchmal können wir ja auch klar sagen, klar, wir lernen von anderen, aber wir müssen auch nicht so tun, als ob wir gar nichts zu bieten haben, sondern wir als Linke sind gut aufgestellt und da könnt ihr alle stolz drauf sein, denn da haben alle mitgewirkt. So, die Grundlage ist gut, aber es geht noch mehr und wir müssen auch größer werden, wenn wir dem rechten Zeitgeist uns entgegenstellen wollen. Jean-Paul Sartre sagte einst, es mag einfache Zeiten geben, aber dieses ist die unsere. In diesen Zeiten, also in Zeiten des Rechtsdrucks, der wachsenden Kriegsgefahr, müssen wir auftreten als Partei in Bewegung, die verbindet, die Menschen zusammenbringt, die anknüpft an dem, was wir gemeinsam erkämpft haben, was Generationen vor uns erkämpft haben. Und damit meine ich sowohl die Frauenbewegung wie die Arbeiterinnenbewegung, damit meine ich, was unsere Partei geschaffen hat. Ja, wir wollen die Linke größer denken. Ja, wir wollen gemeinsam mehr werden. Vielen Dank.